Hörig, so lang. Gut. Hast du schon gut geschafft, gepasst, meine ich. Hallo Schaf, danke für die Wolle. Von ist noch ein Schaf. Na gut, wie sich das hier dann so entwickelt. Bleibt da mal zu zeigen. Und wie schön das dann später mal aussehen wird, vor allem. Wenn diese Drei-Segment-Türme sind halt, also es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und vor allem, wir haben hier oben eine sehr schöne Fläche. Das passt dann doch. Ich finde es nicht schlecht. Und ich sah, dass es gut war. So, ja. Jetzt ist natürlich die andere Sache. Wir haben jetzt hier dadurch quasi festgelegt, auf welcher Ebene diese Plattform jetzt hier sein soll, ne? Das ist jetzt interessant. Nämlich auf der hier. Das heißt, hier kommt dann quasi die nächste Ebene der Burg hin. Und hier jetzt eigentlich wieder ein Turm, den man auch von außen sieht. Das ist eigentlich ganz cool. So. Hier auch wieder den Durchgang. Und hier wird es jetzt anders sein, befürchte ich. In diesen Turm wird ein Treppenhaus reinkommen. Ja, fast schon müssen, weil es geht hier auf verschiedene Ebenen dann weiter. Einmal nämlich auf die Ebene hier nach auf die Schrägseite, dann einmal auf die nach vorne, die dann hier auf unterschiedlichen Sachen ausgerichtet sein wird. Und durch die Burg sich quasi so ein bisschen, ja, Musterart, also so ein bisschen terrassenförmig verteilt. Also gliedert sich dann noch dann die Burg in verschiedene Bereiche. Einmal den obersten Bereich, wo wir gerade drin stehen, und einen anderen Bereich und noch einen anderen Bereich und so weiter und so fort. Ich bin gerade selber etwas am Überlegen, ob ich das so machen will. Ich glaube fast ja. Mein Sim im schlimmsten Fall sieht es nicht so toll aus. Im besten Fall wird es geil aussehen. Ich meine, wir haben ja das, was wir am wenigsten haben, ist Zeitdruck. Sage ich jetzt mal. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Können uns hier beim Bauen auch Zeit lassen. Und am Ende wird es und wir werden uns feststellen, dass wir die Burg nie fertig kriegen, weil wir immer weiter bauen. Das wäre so ein kleiner Klassiker, was bei mir irgendwie immer so ist. Na komm. Oh Mann! Ich muss echt am meisten essen, weil ich immer irgendwo runterfalle.
man irgendwann die Schwerkraft ausstellen könnte. Und zumindest das Instant runterfallen verändern könnte. Das ist ja schon. Als ob jetzt das passiert ist. So, hier kommt ein Ausgang rein. Dementsprechend kann auch hier das Holz wieder raus. Oh Gott, ist das nervig. Nein! Das war so klar, dass ich, dass das passiert. Ja, und in die Richtung wird dann auf der Ebene hier vorgebaut. Damit dann quasi die Frontfassade zu bilden. Also dann so. Das Ganze geht jetzt nicht sonderlich weit nach vorne. Vielleicht ein Segment. Nee, muss weiter. Es geht richtig weit nach vorne dann. Das wird richtig weit nach vorne gehen, glaube ich. Beziehungsweise halt, dann kommt noch ein Zwischenturm, wo es einfach nur weiter nach unten geht. So eine Art Treppenturm. Kommt man so auf diese, die auf dieses Niveau hier. Und davon müsste ich dann hier aber vielleicht hier diese Erdschicht abtragen, weil die ist erstens blöd, weil sie die Sicht ein bisschen kaputt macht, die man hier hätte. Und zweitens ist es aus logistischen Gründen, sicherheitstechnischen Gründen für die Burg dann schlecht, wenn hier Erde wäre. Davon abgesehen sieht es auch einfach nicht gut aus. So. So, und hier passt es dann. So, hier haben wir mal den Stein raus. Weil hier, wenn dann Wiese hin soll. Oh, hier ist Kohle. Kohle! Die Kohle nehmen wir uns gleich. Es ist Kohle. Und runter. Kohle, yay! So, ganz viel Kohle. Geil. Was reimt sich denn auf Yay? Naja. Egal, aber Kohle ist halt. Kohle ist cool. Vor allem, wenn man sie einfach so unverhofft findet, wie hier gerade. Man hat immer zu wenig Kohle. Und zu wenig Spitze. Na, ah, hier ist noch Erde. Ja, komm. Erik. So, ich würde auch mal fast vorschlagen, das ist so hässlich. So, kann man den Berg auch gleich mal ein bisschen verschönern. Soll ja schon ein schöner steiler Abhang sein, aber kein so hässlicher. Hey, was? Das hat jetzt wenig Sinn ergeben, der Satz. Oh nein, es wird dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel wird. Oh Gott. Super. Dann fahren wir hier so richtig schön steil wird wieder. Vielleicht kommt hier mal eine Stadt hin. Ich weiß es nicht. Aber wenn hier mal eine Stadt hinkommt, dann wäre das echt mega mäßig. Jetzt muss ich aber erstmal wieder hoch.
Später, wenn man halt auf den Wehrgang dann immer schön, ja, pseudo-patrouillieren können, ne? Hier geht's raus und da geht's raus. Ich glaube, die Teile kann ich dann gegen den Uhrzeigersinn stufen. Oh, warte. Ist doof, weil hier auch so ein Abgang ist, ne? Das heißt, wenn ich hier einen Abgang theoretisch schließe, würde es sich anbieten, immer im gegen den Uhrzeigersinn so zu arbeiten mit den Treppen. Andererseits könnte ich dann hier wahrscheinlich auch mit leben, wenn ich hier dann einfach nur eine Treppe einbaue. Wird sich dann zeigen. Vor allem wird sich zeigen, aus was ich diese Treppen mache. Also Steinstufen kann ich hin machen. Aus denen sind halt die Seitenwände. Wird halt etwas eintönig dann in der Burg. Wenn ich daraus auch noch Treppen mache. Aus den anderen Steinen gibt es ja irgendwie keine halben Dinger. Und aus Holz glaube ich auch nicht. Bei Holz wäre eigentlich schon cool, wenn es das gäbe. Kann man Holztreppenhäuser machen? Was kann man überhaupt aus Holz alles machen? Okay, gut, Treppen gehen. Was sind das? Das. Okay. Und das kann man dann auch Treppen machen, oder? Ja. Aber keine Stufen. Wow. Das ist so logisch. Das ist halt überhaupt nicht logisch. Oh, cool, mehr Wolle. Wolle. Schon 3 Stacks Wolle. Nett. Das freut mich. So, ja, ja, hoppala. Also ich kann das Treppenhaus eigentlich nur aus den Materialien machen, aus dem auch hier die Zinnen sind. Ey, top. Es ist irgendwie doof. Oder ich mach's halt mit Leitern. Aber mit Leitern will ich es eigentlich auch nicht machen. Leitern sind ja auch blöd. Naja, jetzt erstmal die Mitte finden. Echt hier so. Erstmal Fackel hinstellen. Hirk. So. Jetzt dann halt. Wenn ich das so mache. Und dann hier in die Ecken. Nee, warte, ich muss in die andere Richtung. Ich dann so in die Ecken immer die halben reinstelle. Kommt dann hier wieder ganze. Hier wieder halbe. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste ich dann, wenn ich einmal rum bin, also davon abgesehen, dass ich hier drin immer schön Fackeln verteilen sollte, müsste ich doch dann theoretisch hier. Okay, ich komme hier nicht perfekt auf der Ebene raus. Nein! Das ist jetzt blöd. Warum komme ich denn nicht perfekt auf der Ebene raus? Habe ich einen Denkfehler? Okay, blöde Frage. Ja, offensichtlich, sonst will ich ja richtig rauskommen. So. Okay, ja gut, zu dem Ding hier schaffen wir es jedenfalls nicht auf der richtigen Höhe. Sind wir dann 2 zu hoch. Weil ich finde das Treppen...